Willkommen zurück, Freunde, zu einem neuen Video. Heute mal ein paar Jahre jünger. Ich habe mir den Bart rasiert und ihr wisst, das ist das erste Mal, dass ich meinen Bart so lang in meinem Leben hatte und ich bin 28 Jahre geworden vor knapp einem halben Monat. An der Stelle dachte ich mir mal, ey, Aldin, komm, der Bart ist schon ein bisschen zu lang geworden an manchen Stellen. Machst du den mal gerade? Ja, gesagt, getan. Ich habe mir voll in die Kotelette rasiert, weil ich keine Ahnung habe und eine Motorik habe wie ein Einjähriger, so gar keine. Und so habe ich mir quasi in die Kotelette hier reingeschnitten und dachte mir, okay, gut, das sieht asymmetrisch aus. Machst du den komplett ab und es sind auch nur Haare, aber ja. Auf jeden Fall ist der Bart abrasiert. Und ich gehe jetzt gleich auf in ein Schultertraining. Ich habe eigentlich Schulter nicht im Plan und eigentlich wäre auch Beine dran gewesen, aber mir ist gestern noch ein Missgeschick passiert. Gestern Abend habe ich mein kleines Fahrrad hier verschieben wollen. Und zwar schiebe ich es immer so gerne ein bisschen weiter nach außen, wenn es nicht benutzt wird. Und habe es dann quasi angehoben. Mein Fuß lag hier. Mein Fuß lag da unten und ich habe das Fahrrad quasi in Richtung über meinen Zehennagel geschoben. Also habe ich mir die Hälfte meines Zehennagels schön abgerissen. Habe jetzt ein Pflaster drauf. Hat nicht wehgetan oder sowas. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Aber in jedem Fall gibt es dann heute kein Beintraining. Ich muss mir nachher den Nagel darum herum schneiden. Ich zeige es euch nicht. Also manche zeigen sowas auf YouTube. Ich denke mir, ich schaue sowas gerne nicht. Also diejenigen, die es sehen wollten, die werden es jetzt nicht sehen. Und ich mache mir jetzt auf. Pre-Workout ist schon fertig, wie ihr gesehen habt. Also sehen wir uns gleich im Training. Und so schnell sind wir auch wieder im Gym. Claire Fit Now. Für euch war das ein paar Sekunden, für mich waren es 40 Minuten. Ich trainiere jetzt Schultern. Mein Zeh tut auch ein bisschen weh. Deswegen ziehen wir das Training durch und außerdem wollen wir die anderen nicht stören. Wir haben gerade die Musik ein bisschen leise gedreht. Die drehen wir gleich laut und dann geht's direkt auf ins Training. I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throw in shade, but I'm gone. You gotta keep it a bucks in my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. They hating on all of my songs. Yeah, I don't know what can I say. They throw in shots, what I'm saved by his grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around got me stoned, man. Feels like I'm stuck in the maze. Shoot at the Oculus, a case. They sipping only 96. I can't do it on my own, yeah. They judging me off my mistakes. This floor is so heavenly. Most of my friends and a friend of me. They tryna bring out the beast. I'm batting 1,000, my game is elite. I'm running around in the streets. They tryna catch up, but they still can't compete. I tell the God in my sleep. He told me keep going, cause you gotta leave. Count it up, all the brodies came through, then we added up. They was asking me questions, I had to dub. I've been running with God, I just leveled up. They won't speak to my face, got that antidote. They been putting me on like I'm one of those. I can see why they hate, that just ain't me. Tell me a place that I can't go. I don't think they get it, they don't understand. I'ma do it for my homies and my fans. They don't see the vision, they just see the band. Eyes on the money like a rubber band. That is number one, I follow his command. You can try it, you won't get a chance. I'ma keep on going till I can. And I buy them by his plan. They tryna hit me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throw in shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. They hating on all of my songs, yeah. I don't know what can I
can't say. They throw me shots, but I'm saved by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around, got me stoned, man. Feels like I'm stuck in a maze. Shoot at the Oculus, a case. They sippin' only 96. I can't do it on my own, yeah. They judging me off my mistakes. Silver step into the play, you bet I'ma hit it. Das Training ist geschafft, die Schultern sind voll bis zum geht nicht mehr. Ich habe euch das ganze Training ebenfalls in die Beschreibung gepackt, damit ihr auch noch was als kleine Motivation und Inspiration für euch habt, für euer Training. Ansonsten... Willkommen, liebe Freunde! Ein weiteres Training in der Tasche und ich habe extrem Hunger. Deswegen geht es erstmal nach Hause. Nach dem Training auf jeden Fall, wie immer, mein Instant Rice Pudding. Jetzt bin ich zu hell, jetzt geht's. Mein Instant Rice Pudding mit Designer Whey, Geschmack Cinnamon Cereal, ultra lecker und die beste Mahlzeit nach dem Training für mich. Und ansonsten die Dusche, jedenfalls teils Dusche. Ich konnte nicht richtig duschen, mein Zeh sieht noch ein bisschen unschön aus. Leider so, mal gucken, die nächsten Tage soll es besser werden. Hoffentlich kann ich auch bald wieder Beine trainieren, solange habe ich einen Grund, das nicht zu tun. Es ärgert mich eigentlich mehr, weil eigentlich müsste ich heute Beine machen, aber egal. Jedenfalls dann mich gewaschen, Haare gewaschen, Körper gewaschen. Jetzt habe ich das auf jeden Fall erstmal erledigt. Wisst ihr, was ich krass finde, Freunde? Und zwar meinen Bart. Aber nicht die Bartlänge unbedingt, nicht, dass ich ihn rasiert habe oder sonst was, sondern wie viel Feedback ich bekommen habe. Ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen, positive sowie auch negative. Und ohne diesen ganzen Zuspruch, um ehrlich zu sein, hätte ich den Bart auch bestimmt nicht wachsen gelassen. Ich fand ihn persönlich nicht so cool, ehe ich ihn wachsen lassen habe. Und das hat mir irgendwie geholfen, das Ganze durchzustehen. Natürlich gab es aber auch ein paar negative Kommentare, was ich relativ krass finde, beziehungsweise auch ein paar Kommentare, die so fordernd fast schon waren. Du musst dir jetzt die Haare schneiden lassen, auf 0 mm die Seiten, damit es zum Bart passt. Oder du musst dir jetzt den Bart, die Konturen schneiden. Oder du musst den jetzt pflegen, du musst den jetzt sauber machen. Und ganz im Ernst, ich war jetzt wieder, keine Ahnung wie lange nicht beim Friseur. Wen interessiert's? Also bin ich dadurch ein schlechterer Mensch? Ach, du freust dich, ja? Dir geht's gut, du hast ein glückliches Leben. Schön. Die Seiten musst du schneiden. Also nur wenn man eine Meinung hat zu etwas, muss man nicht automatisch eine Kritik draus machen. Ich finde persönlich, kritisieren sollte man wirklich denjenigen, der nach Kritik fragt. Wenn ich eindeutig frage in meiner Insta-Story oder sonst wo oder in meinem Post, wie findet ihr die Form? Und jemand sagt, ich finde, die ist nicht gut. Akzeptiere ich das, wenn jemand sagt, vielleicht auf dem Wettkampfformbild, Härte ist nicht ganz gut. Okay, vollkommen okay. Ihr habt andere Bilder gesehen, die waren besser von anderen Leuten. Dann ist es akzeptabel. Aber dass man automatisch direkt Kritik kassieren muss, nur weil man lebt, existiert, ist, glaube ich, nicht ganz nett. Was ich damit meine ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel rausgeht und einfach wahllos irgendjemanden eure Meinung aufdrückt, zum Beispiel, mir gefallen die Schuhe nicht. Das ist ja keine Kritik, das ist lediglich eine Meinung. Und es gibt genug Momente in eurem Leben, wo eure Meinung auch zählt. Wo eure Meinung auch vielleicht nicht gehört werden möchte. Wie zum Beispiel, wenn eine Firma XY Medikamente an Tieren testet oder sonst was. Da könnt ihr gerne eure Meinung lassen. Weil es gibt gewisse Dinge, die brauchen Veränderungen und da bringt eine Meinung auch. Aber ihr könnt euch wohl denken, dass wenn jemand sich seine Schuhe anzieht, er diese Schuhe anziehen wollte. Also dahingehend nur noch mal ganz kurz einhaken, damit wir uns alle richtig verstehen. Aber Aldin, du kannst nicht vor einem Dixi-Klo abmoderieren. Und genau das machen wir jetzt. Also Leute, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ihr könnt auch gerne eure Meinung zu dieser Thematik in die Kommentare lassen. Da bitte ich drum. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für den ganzen Support. Ihr wisst, mit dem Code Aldin spart ihr wie immer bei ESN mit dem besten Preis, mit dem besten Rabatt. Und ich gehe jetzt nach Hause. Bis bald.